Das können wir eigentlich aber auch knicken, ne? Das ist zu weit. Hier ist es genauso. Also das können wir abreißen. Und das kann jetzt auch ins System zurückgegeben werden. Das hatten wir am Anfang, weil wir die Ressourcen hier gebraucht haben. Brauchen wir aber jetzt nicht mehr. Das können wir komplett wegmachen. Dann können wir nämlich diesen Vorbeileitenden können wir nämlich auch auflösen danach. So, ja, und hier sehen wir Titaniumkristalle zum Beispiel. Werden kaum produziert. Stromengpass nach wie vor bei uns. Das ist tagsüber produzieren wir so viel Strom, aber nachts kommen wir nicht mehr hinterher. Unangenehm. Aber ich glaube, ich habe nirgendwo hier eine Anforderung dafür. Ah! Stopp! Wir müssen mal kurz eine kleine Gedankenpause machen. Wir können nämlich jetzt endlich gucken, was bei unserer Nachbarschaft gibt. Das heißt, wenn wir jetzt den Rest anstarten, den wir jetzt ja eigentlich vorbereitet haben, das läuft ja alles technisch schon, dann könnten wir jetzt mal rausgehen und mal gucken, was gibt es denn so in unserer Nachbarschaft. Unser nächster Stern, den ich hier sehe, ist Vega. Der ist 2 Lichtjahre entfernt, 8 Lichtjahre sehe ich hier noch. Das heißt, Vega ist eigentlich der nächste. Hier gibt es Feiereis. Nicht viel, aber ein bisschen. Es gibt einen Wasserozean. Sehen wir hier... Es gibt... Warte mal kurz. 6 Lichtjahre ist das Limit, ne? Hydrogen und Deuterium. Wasser. Sehen wir hier keine Ölvorkommen? Ne, da sind wir zu weit weg für. Wasser, Wasser, Spiniform, Fire Ice, Crude Oil, da, 70 pro Sekunde. Alles klar, da gibt es ein bisschen Öl, gibt es hier auch. Vega. Ist zu weit weg. Radar, Fire Ice, Wasser, Hydrogen. Okay, aber auch restliche Ressourcen sehr wenig vorhanden. Hier gibt es wahnsinnig viel Stein. Der wäre hier noch interessant. Ich glaube, mehr Systeme haben wir jetzt gerade nicht. Hadar noch. Ich markiere jetzt mal alle, auf die ich schon Zugriff habe. Nee, der Rest war es da. Okay, also wir haben, wenn wir die kürzesten Strecken anschauen, ich glaube, ganz vernünftig 26 Millionen Eisen ist nicht schlecht. Hier ist 13 Millionen. Die haben halt sehr viel Titanium hier. Und halt vor allen Dingen Fire Ice 11 Millionen. Dafür haben die Spiniform 38 Millionen. Dafür aber den Rest nicht so gut. Was ich halt brauche, und das ist jetzt tatsächlich unser Ding für den Anfang. Wir brauchen einen Stern, so wie diese hier. Wo wir ganz, ganz explizit reingehen können. Und wo wir sehr viele Ressourcen einfach fördern können, die wir in unser Netzwerk reinbuttern. Was anders ist es nicht. Wir fördern dort, verarbeiten dort, schmeißen das ins Netzwerk und schippern das dann wieder feuchtfröhlich dann nach Hause. So, jetzt können wir das Ding gleich abreißen. Da bin ich aber auch sehr happy. Und diese Forschung dauert ja momentan auch. So, hier steigt jetzt auch die Graphenproduktion an. Hier laufen auch wieder andere Sachen. Da! Wir produzieren die ersten Partikelcontainer. Yes! Wenn die laufen, heißt das, die andere Geschichte kommt gleich hinterher. Und damit produzieren wir Strange Matter. Und mit Strange Matter, meine Lieben, ja, produzieren wir im Prinzip mit ein bisschen Diamonds. Produzieren wir im Prinzip genug.
Das klappt ja mega gut, hoffe ich. Geh kurz einkaufen. Ey, Andrea, hab einen schönen Einkauf. Hab einen schönen Einkauf, stress dich nicht. Aber das ist doch großartig, oder? So, jetzt ist hier leer. Und dann geht's hier weiter. Here we go, meine Lieben. Here we go. Strange Matter. Wir produzieren. Die Production ist angegangen. Nachdem wir die ersten Partikelcontainer rausgeballert haben, und das kommt jetzt relativ viel sogar, 210 die Minute, produzieren wir jetzt schon 18 pro Minute an Strange Matter. Und dadurch, dass die relativ unkompliziert eigentlich in diese Lenses umgewandelt werden können, nämlich du brauchst eins, produzierst du eine Lens und diese eine kannst du dann weiterverarbeiten. Das heißt, wir produzieren jetzt, umgerechnet, theoretisch 18 Space Warper pro Minute. Das reicht im Leben noch nicht. Aber es ist ein guter Anfang für den Start jetzt. Das ist ein guter Anfang für unseren Start hier. Was geht denn hier eigentlich gerade aus? Achso, nee, das geht nicht aus, das produziert einfach nur mal. Hm, naja, kann man sich täuschen, ne? So, okay. Wenn die Produktion jetzt gerade mal ansatzweise funktioniert, wie sie soll, dann können wir mal ganz kurz eine andere Geschichte schauen. Ja, mit dem Crude Oil sind wir aber auch ganz schön am Peak, ne? Das ist unangenehm. Okay. Scheint generell eine gute Sache zu sein. Dann würde ich sagen, wenn das jetzt endlich produziert, dann machen wir Nägel mit Köpfen. Ich will heute noch woanders hin. Dann machen wir jetzt Nägel mit Köpfen, meine Lieben. Und bringen uns ins nächste Level weiter. Stefan! Wunderschönen guten Abend dir, hi. Und Kaldag auch dir, Hallöchen. Wunderschönen guten Abend. So. Lass uns mal das Ambiente kurz einfangen, wenn wir hier gerade eh so einen Vorbeiflug haben. Durch die beiden Dyson-Schwärme durch. Schon schön eigentlich. Und vor allem der Baller, der die ganze Zeit da drauf, ne? Schöne Sache. Ich freue mich auf unsere erste Dyson-Sphären-Konstruktion. Ah, hier geht langsam das Deuterium down, ne? Ne, Deuterium klappt, aber Hydrogen kommt nicht so schnell nach. Hier läuft die Strange Matter-Sache. Okay, das passt. Ich meine, das ist eine gute Sache. Ich habe ja auch hier irgendwo Sprit gefragt. Ja, hier. Das nehme ich jetzt auch mal mit, weil dann muss es hier nicht rumliegen. Wir könnten natürlich jetzt hergehen. Wir brauchen, um das herzustellen, 1, 2 weitere Slots und dann einen zum Abgeben. Ja, nice. Machen wir doch. Revit, Dankeschön. Vielen Dank, Revit, für deinen Prime Resub im 11. Monat. Dankeschön für 11 Monate Support. Fast ein Jahr vollgemacht. Dankeschön vielmals. Und wir brauchen die Dingers. Ich weiß, ich wollte das jetzt eigentlich nicht machen, aber ich finde das gerade zu spannend, als dass wir das nicht tun würden. Und dann geben wir ab ins System ganz, ganz wenig von denen. Das ist ja wirklich nur die blanke Eigenproduktion, die wir hier rausballern.
Okay, jetzt habe ich ein Lack of Item. Das kriegen wir aber gelöst. So, weil wir brauchen ja da unten noch einen Platz. Und dann können wir nämlich hier dann das aufbauen. Und wie gesagt, das muss gar nicht so heavy funktionieren. Das ist gar nicht notwendig, dass hier jetzt totaler Absturz losgeht. Es dauert auch jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile, bis unser System sich damit dann vollgesaugt hat, was das Graphen angeht. Weil wir so wenig produziert haben in der letzten Zeit, dass das eigentlich immer nicht ausgereicht hat. Egal, was wir gemacht haben. Es hat nie gereicht. Und jetzt reicht es dann mal. Das wird, wenn man sich jetzt den Graphen-Produktionsstand anschaut, schau mal, wie das abgeht gerade. Das steigt und steigt und steigt. Wir produzieren mehr, als wir auch technisch und theoretisch verbrauchen. Das heißt, es wird sich irgendwann zwangsläufig aufstauen im gesamten Netz. Außer wir nehmen jetzt extrem viel raus. Oder wir bauen eine Produktionsstätte neu auf, die da irgendwie gerade voll drin ist. Das kann natürlich passieren. Ich würde das bei uns niemals, niemals abschließend sagen, das kann nicht sein, dass wir sowas machen. Würde ich nie tun. Ihr kennt mich. Ja, der Aufbau weiterer Produktionsstätten gehört quasi hier zum guten Ton. Aber trotz alledem, ja, das, wie dem auch sei, das ist wirklich jetzt so eine gewisse Erleichterung, dass das jetzt läuft. So, damit läuft jetzt auch die nächste Produktionskette, was ich wirklich sehr begrüße. Wir werden hier so zwei bauen. Ich denke, das reicht. Ich glaube nicht, dass wir mehr brauchen. Wir brauchen einfach nur Sprit. Es geht ja wirklich da in der ganzen Geschichte hier nur darum, dass wir geileres Benzin bekommen. Was anderes ist es doch nicht. Wir bauen die Deuterium-Stängelchen nur, um Sprit zu produzieren. So, hier kommen 800. Es reicht halt auch noch nicht. Wie schaut es hier aus? 350. Wir drehen auf 0 runter. Die letzten 100 fehlen noch, dann sind wir da safe. Da kommt jetzt unsere, jetzt geht unsere Benzinproduktion quasi an. Das ist das richtig gute Zeug. Ja, Deuterium. Wenn man mal guckt, also wir hatten bisher Hydrogen. Energie 54 Megajoule, 200% Verbrennrate quasi. Und jetzt machen wir 600 Megajoule und 300% kommt das durchgeschossen in unseren Reaktor. Also ihr seht schon, da geht schon ein bisschen Unterschied, ne? Da reicht eine von den Fuel-Dinger ewig aus und du hast richtig krass viel Energie auf. Und schau mal, wie die Geschwindigkeit da hier in der Produktion ist. Wir werden von den Dingern aber auch nicht 1000 halten, sondern lass uns da mal 2000 auf Halde machen. Das reicht ewig aus, bis wir das verbrennen und es wird ja dann auch wieder nachproduziert, wenn wir dem 200 entnehmen, ja? Das reicht uns erstmal. Das soll er auch, braucht er auch gar nicht schneller produzieren als das, wie es jetzt ist. Ne? Also da sind vier Produkte. Ja, das kann. Bis wir die. Wir müssen die ja auch erstmal verbrauchen. Und ihr seht ja, wir verbrauchen die nicht immer durchgehend so schnell. So. Okay. Zurück zum eigentlichen Kernproblem. Haben wir hier. Nee. Mir fehlt Silicon-Dingstars. Habe ich die hier irgendwo? Nee, ne? Brauche ich natürlich. So. Gut, weil jetzt geht nämlich zwei Produktionsstätten an. Das heißt, wir brauchen weitere zwei Spaceports. Zwerg, wurde das Abo von Revit angezeigt? Ich habe es nicht mitbekommen. Ja, wurde angezeigt. Tatsächlich. Ich kann es ja, ich kann es sogar nochmal triggern, wenn du magst. So, weißt du? Revit. Punkt. Ja. Ich meine, ich habe es gesehen, auch im, wo ich drüber geguckt hatte. Aber es kann natürlich auch sein, dass der mal Schluck auf hat. Ne? Also das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, dass unser Bot da auch manchmal nicht so 100% läuft.
Hat er es auch gesehen, sagt Kong gerade. Ja, super. Okay, dann ist eine gute Sache. So, wie schaut hier der Stromproduktionsteil aus? Sehr gut. Ich hatte die extra nochmal weitere produziert für unseren Heimatplaneten. Auf dem werden wir weiterhin Strom brauchen. Mehr Strom brauchen, als wir jetzt aktuell haben. So, da müsste jetzt reichen. Boah, unser Replikator ist halt schon wieder hart überlastet, ne? So, ich drehe das mal auf 0 runter. Das reicht jetzt für den Moment erstmal. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Da fehlt jetzt nicht Kaffee oder was? Das ist auch so eine... Also ganz ehrlich, wenn wir mal was automatisieren sollten, dann sind es die Dinger. Das ist so mal eine ganz unangenehm anders blöde Geschichte, die Spaceports zu bauen. Aber ich will halt nicht 200 gleich anfordern, ne? Das ist dann jedes Mal ein bisschen wild. Ey, Tropfnase, wunderschönen guten Abend. Hi. Bin doch kein Backfisch. Ja, es ist sauwarm heute, oder? Ist echt unangenehm. So. Da würde mich halt jetzt einfach hart interessieren, was genau fehlt. Eisen. Banal Eisen. Also. Gut. Okay, ist nicht perfekt, aber geht. Der Heimatplanet ist wie ein Lebewesen, ständig im Wachstum und im Wandel. Blackwing, ja. Der Heimatplanet ist tatsächlich eigentlich immer im Wandel. Das ist, aber liegt aber daran, man hat dann immer nie so, also ich habe zumindest immer nie Bock, dann da wieder zurückzufliegen, alles abzureißen und neu zu bauen. Da habe ich immer keinen Bock, weil das Problem ist, du hast halt am Anfang nicht die Möglichkeiten, die du dann später hast. Solche Produktionsketten wie mit den Spaceports, die wir jetzt bauen, das gab es ja am Anfang noch nicht. Das mussten wir ja hart erarbeiten, bis wir so weit gekommen sind. Und jetzt bauen wir natürlich solche Ketten überall auf und das schießt dann immer mehr Ressourcen ins System rein. Jetzt noch 31, schauen wir gerade, wie es bei uns gerade aussieht draußen. 27. Gerade aktuell. So. Du hast die Produktion direkt vor der Nase. Lila Teile. Ja, ich weiß schon, die Dinger, klar. Geh da. Wenn auch mittlerweile Strange Matter wird sogar zurückgelegt, ne? Das ist klasse, wie das jetzt hier in sich zurückläuft. Das ist sehr schön. Wie viel Sprit haben wir gelagert? Ja, das ist doch schon mal eine ordentliche Ladung, ne? Schön. Okay. Unsere Lila-Produktion ist ausgefallen, kann das sein? Ja, die läuft eh immer so schlapp vorher. Da wird wahrscheinlich wieder gespart, bis ein Schiff voll ist und dann geht das wieder rein. Ja. Noch nicht, Blackwing. Also ich weiß, dass es die gibt, ja, aber ich habe sie noch nicht in Aktion gesehen. Hier werden wieder Conveyor Belts, weil ich da mal vorhin welche angefordert hatte. Wenn die mal wieder produziert, hier. Nehme ich mal mit. Also die Sachen, die ihr ab und zu braucht, das ist ganz schöne Sache. So. Was ist bei denen? Was fehlt da? Ja, die Turbinen fehlen halt nach wie vor, ne? In der Produktion fehlen halt nach wie vor die Turbinen. Das wird auf ewig so ein Problem sein.
Aber es wird besser. So, wie schaut es jetzt hier aus? Wir haben jetzt hier noch wahnsinnig viel Zeug drin. Ich werde jetzt auch mal ein paar Sachen wieder aus unserer Produktions-Queue rausnehmen, wenn die jetzt nachkommt. Wenn wir jetzt wieder nochmal Raumschiffe in rauen Mengen bauen, das brauchen wir hier nicht. Ich glaube, das habe ich vorhin angefragt. Ja, das muss, wird ja sonst für nichts hier gebraucht. Okay. Blackwing, ja, ich bin mal gespannt, was die können. Ich bin mal gespannt, die haben ja einen relativ harten Wirkungsgrad, die Dinger. Mal schauen. So, wenn jetzt der nächste kommt, dann müsste dann die Raumschiffe wieder kommen. Dann packe ich die mal raus und hoffe, dass dann mit den Ressourcen... Wobei, da können wir jetzt wirklich mal ein paar wegnehmen. Wenn es wirklich nur noch daran liegt. Aber es liegt nicht nur daran. Weil davon habe ich jetzt wirklich mehr als genug dabei. Hä? Ich habe 35 und kann es trotzdem nicht bauen, obwohl er da rot anzeigt. Hä? Wahrscheinlich, weil irgendwas anderes dann doch gefehlt hat, ne? Jetzt habe ich mir jetzt genug Conveyor Belts. Oh, Black Devil! Black Devil, ey, das ist sau lieb von dir. 12 Monate einfach mal eiskalt voll gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, Black Devil. Punkt. Das Jahr geschafft, mach so weiter wie bisher, zwinkernder Smiley. Wird gemacht. Vielen lieben Dank dir. Dankeschön. Sau lieb von dir. So, ich guck gerade mal. Haben wir mittlerweile hier... Ja. Wir brauchen nämlich hier ein bisschen mehr Feuer. Da muss mehr Feuer her. So, der wird aber jetzt... Nee, die heben noch nicht ab. Okay, passt. Graphenproduktion ist drüber. Jo, da produzieren wir auch mehr als genug. Kurze Frage zum Wesentlichen. Wie viel Strange Matter produzieren wir jetzt eigentlich? Stabil, meine ich. Sehr stabil 18. Also wir können wirklich 18 Space Warper bauen und dann in die weite Welt damit lostigern. Zwerg auf leise Stellen bei der Straßenbahn kommt. Okay, das ist verständlich. Das ist okay. Was geht nicht 20 von den Dingern für den kleinen Turm und 20 für den großen drauf? Brauchst du also insgesamt 40? Stimmt, das kann natürlich auch sein. Sparkraft. Das kann natürlich genauso sein, dass es einfach zu wenig dabei hatte. Ist möglich, ja, durchaus. Würde ich jetzt nicht mal. Ich kann auch sein, dass da ein Denkfehler dabei war, ja. Der Turm plus der Turm. Das, ja, genau. Da war der zweite. Da waren die zweiten. Also wir, das war wirklich, lag wirklich nur daran. Jetzt liegt es auch tatsächlich nur daran. Black Devil! Black Devil 3284 schenkt 5 Subs. Vielen lieben Dank für 5 Verschenkte an die Community, an Stormy im Ersten, an Kaldak im Ersten, an Mark im Ersten, an Werter im Ersten, an der Mipa im 25. Vielen lieben Dank und ein kräftiges Ausrufezeichen Hype an Black Devil. Bedankt euch gerne, wenn ihr natürlich auch jetzt gerade beschenkt worden seid, denn das wäre wirklich verdammt lieb, weil da freuen sich nämlich diejenigen, die euch beschenken, natürlich auch wahnsinnig drüber. Und das ist auch völlig gut so. So, wir bauen jetzt nach wie vor gerade einen Haufen Zeug.
das ich jetzt eigentlich nicht zwingend hier gerade brauche. Das habe ich zum Teil auch nur in die Warteschlange, in die Queue reingestellt, weil ich eben Sachen verbrauchen wollte. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das wieder rückgängig machen. Ich will halt gerne heute die Space Warper noch bauen. Und ich weiß, wir sind nicht weit weg. Wir brauchen noch 2 Spaceports und ein paar Raumschiffe. Und dann haben wir es. Dann haben wir es endlich geschafft. Und das will ich halt erreichen mit euch. Boah, ist das eine Ansicht einfach, weißt du? Geil. So. Normalerweise müsste das immer um 200 weniger werden, wenn halt gerade eine Produktion durchschießt. Wird auch gerade aber auch gar nichts angefordert, ne? Ich meine, wir könnten natürlich... Was brauche ich denn für die lila Teile? Was fehlt denn dafür? Die Püschel. Die Püschel sind's. Ich wette mit euch, das sind diese dämlichen Püschel-Dinger. Jetzt können wir die Zeit tatsächlich gerade sinnvoll nutzen. Und diese nach diesen Püscheln suchen. Die produzieren wir doch hier hinten irgendwo. Oder hier oben irgendwo. Ich weiß es gar nicht mehr. Da unten irgendwo. Oder auch nicht. Ja, irgendwo anders. Ich weiß es doch nicht mehr. Ich hätte schwören können, wir hätten diese Püschelproduktion hier. Es kann aber auch auf Hercules 4 sein und ich habe es einfach nur vergessen. Schauen wir schnell auf die Schnelle. Dass ich nicht wirklich übersehen habe. Mich dann wieder ärgert, dass ich es übersehen habe. Nee, nee, nee. Ist schon richtig so. Das ist ja auch cool, ne? Hier machen wir das gleiche System wie beim anderen, bei der anderen Abbauzeit. Nee. Nee, 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 das passt so. Was ich immer noch schade finde, dass es kein Logistiknetzwerk für den Spieler gibt. Also, was meine ich damit? Dass du hier Raumschiffe hast, Logistikdrohnen und dann vielleicht noch eine dritte Drohnenart, die eigens den Spieler mit einem Inventar bedient quasi. Die entweder lokal oder interstellar, ja, oder beides, den Spieler anfliegt und ihm die angeforderten Ressourcen ähnlich wie ein Factorio zum Beispiel gibt. Das wäre noch eine absolut insane geile Geschichte, wenn ich quasi hergehen könnte und sagen könnte, halte mein Inventar bitte bei 1000 Eisenplatten oder bei 1000 Kupferplatten oder bei, ne, XY-Ressource. Oder ich nehme die Ressource XY wie das Dingens hier und schmeiß das jetzt in Abfall, ja, und dann wird das in irgendeinem Lagerraum aufbewahrt, so wie ein Factorio. Genau das gleiche wünschte ich mir hier auch, weil es ist unfassbar nervig, wenn du ein Bauprojekt hast und wegen einer Ressource wieder zurück musst, weil du es deswegen nicht fertig kriegst. Es gibt nichts, was noch nerviger ist als das, weil du halt ja jedes Mal aufs Neue schauen musst, ob du irgendwas brauchst. Und du musst halt immer hart vorbereitet irgendwo hinfliegen. Das wird jetzt zum Beispiel mit den Space Warpern genau das Problem werden. Wenn wir am Ziel ankommen, wir werden erstmal einen Raumhafen bauen. Und natürlich auch brauchen wir gerade am Anfang erstmal einen Haufen Solarpaneele. Die können wir aber noch nicht anfordern, weil der Spaceport erstmal so bedient werden muss. Das heißt, um eine initiale Geschichte auf einer anderen Welt zu starten, musst du erstmal einen Raumhafen dir aufbauen, wo du dir den ganzen Stuff anforderst, den du dann brauchst. Aber der geht nur, wenn da Energie drauf ist. Also musst du dir irgendwas überlegen, einen Stützpunkt quasi bauen in dem neuen System, damit du nicht ständig mit Spacewarpern hin und her springen musst.